Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Upgrade ABC. Die erste ist ja richtig überragend bei euch angekommen. Da habe ich mir gedacht, bringe ich gleich mal die zweite Folge. Und falls euch die wieder gefällt, lasst gerne jetzt schon einen Daumen nach oben da. Das würde mich natürlich riesig freuen und auch unterstützen. Und dann würde ich sagen, starten wir die Folge gleich mal mit ein paar kleinen Regeländerungen. Und zwar wird ab jetzt die Tordifferenz darüber entscheiden, wie viel Upgrades wir bekommen. Das heißt, wenn wir 2:0 gewinnen, wird es einfach mal 2 Upgrades für uns geben. Und falls wir aber 3:0 verlieren zum Beispiel, dann müssen wir 3 Spieler downgraden. Ich denke, das müsste für jeden verständlich sein. Bei einem Unentschieden wird es dann so sein, dass wir den bestbewerteten Spieler downgraden und den schlechtbewerteten Spieler upgraden, sodass es eine Abwechslung gibt, eine Erneuerung, damit eben Spannung drin bleibt, aber es keine Belohnung und keine Bestrafung gibt. Und dann will ich noch sagen, dass ich euch ab jetzt immer 2 Optionen in die Kommentare schreibe, Option A, Option B mit den Spielern, und dann könnt ihr eben so Paare aussuchen, oder falls auch nur ein Spieler drin steht, eben dann das bessere liken, das was euch mehr gefällt, da lasst ihr einfach dann einen Daumen nach oben da. Und so sehe ich dann, wen ich in der nächsten Episode einbauen muss, und in dieser Episode haben wir 3 neue Spieler bekommen, die habe ich jetzt mehr oder weniger selbst entschieden, weil einfach in der ersten Episode noch nicht so viel drinnen gestanden ist, weil das noch nicht ganz klar war, wie wir das jetzt eigentlich machen. Und dann würde ich sagen, das erste Upgrade ist Trapp von Paris Saint-Germain. Ich habe natürlich gewusst, dass der aus der Bundesliga mehr Chemie bringen würde, aber ich habe mir gedacht, das ist eine neue Karte, das ist sicher cool, wenn wir mal mit dem spielen, und ich finde, das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und dann, das zweite Upgrade ist dann Knoche gewesen in der Innenverteidigung, und da haben wir einen weiteren Spieler bekommen, aber einen Engländer. So, Evans ist natürlich Nordire und kein Engländer. Das habe ich jetzt irgendwie voll verplant. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Nordirland, da haben wir ihn auch schon, den Evans. Der hat eigentlich ganz gute Werte, 74 Tempo, 81 Defense, 74 Physis. Und 1,89 groß, das passt auf jeden Fall richtig gut. Und dann kommen wir, finde ich, zum besten Upgrade. Und zwar bekommen wir hier statt diesem Spieler 92 Tempo, auch kein schlechter Mann ist das gewesen. Da holen wir jetzt einen sehr, sehr geilen Spieler, der jetzt wieder in die Bundesliga gewechselt ist, und es ist Elia. Und der ist natürlich richtig, richtig geil. 4 Sterne Skills am Start. 91 Pace, das ist auch richtig, richtig genial auf dem rechten Sturm. Und der hat auch einen guten Link hier schon mit Klaassen. Und da würde ich sagen, das ist unsere neue Mannschaft. Wir können dann auch schon ins Spiel rein starten. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon in 3, 2, 1 und go. So Freunde, jetzt haben wir einen Gegner gefunden, Bosshaft FC. Dann würde ich mal sagen, spielen wir mit den Trikots gegen seine Real Madrid Trikots. Ich kann jetzt leider nicht so laut reden, weil gerade unten Gäste da sind und ich will die nicht stören. Und dann würde ich sagen, Cristiano Ronaldo ist natürlich klar, wir spielen hier mit einem nicht so guten Team. Und er hat gleich mal Cristiano Ronaldo in seinem Squad. Was ist das denn bitte? Cristiano Ronaldo. Ich will nicht wissen, wie viele Bronzespieler der auf der Bank hat, aber okay. Dann würde ich sagen, starten wir auch schon ins Game. So, der Gegner kommt jetzt hier gleich mal mit seinem Spiel. Boah, geiles Tackling von Schwab. Das hat auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Cristiano Ronaldo, der ist natürlich schnell. Wird aber gut gestoppt, und es gibt nicht mal einen Freistoß. Erste Situation für den Gegner. Cristiano Ronaldo ist natürlich ein absolutes Biest da vorne drinnen. So, jetzt drehen wir nochmal ab. Schöner Pass und leiten ihn weiter. Und jetzt die flache Flanke in die Mitte. Komm, komm, komm. Komm, komm, schieß. Oh, wo schießt der hin? Fake hier. Was war das leicht? Okay, das war auf jeden Fall die erste Situation für uns in der 14. Minute. Ronaldo ist durch. Ronaldo ist durch, und den kannst du fast gar nicht mehr aufhalten. Ja, zum Glück. Kevin Trapp mit einer wunderbaren Parade. Wir sind sehr, sehr offen hinten drinnen. Und wenn da dann ein Ronaldo auch noch vorne dabei ist, dann wird das auf jeden Fall nicht leichter. Der kann sogar skillen. Das kann gefährlich werden. Das kann ganz gefährlich werden. Oh, Ronaldo, Recordbreaker, vergibt so eine Chance. Ronaldo ist durch. Trapp kommt raus. Kevin Trapp. Alter. Wie viel Pech kann man haben? Kevin Trapp hätte den Ball fast gehabt, aber ja, so was macht dann auch nur der Ronaldo. Dribbelt sich hier dann wirklich noch vorbei. Der Ball war eigentlich schon bei Kevin Trapp, bei unserem Torhüter. Hier können wir es nochmal sehen. Der legt sich den Ball eigentlich eh schon zu weit vor. Und somit steht es dann noch 1:0 für ihn. Boah, Kevin Trapp mit einer wunderbaren Flugparade. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr stylisch aus. Ronaldo. Alter, fuck. Alter, ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe. Scheiß, die wandern. Alter, Kevin Trapp mit einem riesen Patz, aber der war natürlich von mir ausgelöst. Ich wollte den Ball eigentlich nach vorne passen, da war ich so überrascht, dass der auf einmal beim Torwart war. Und, Alter, das tut mir echt richtig leid. Ich will natürlich Upgrades hier rausholen und keine Downgrades. So,
So Jungs, wisst ihr was? Ich habe die ganze Zeit auf manuell gespielt. Von einer Challenge noch und dann steht es 3:0 für den Gegner. Und das ist richtig, richtig kacke. Wir sind jetzt mit 3 Toren Rückstand hinten und ich habe die ganze Zeit auf manuell gespielt, weil ich das noch eingestellt hatte. Und das ist jetzt auf jeden Fall richtig, richtig kacke. Keine Ahnung, wie wir das machen, denn ich habe 2 Tore im manuellen Modus bekommen. Deswegen war auch das Tor vom Tormann so komisch. Sonst hätte der ihn wahrscheinlich eh weggepasst. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir dann am Ende machen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Boetus ist jetzt nochmal durch. Na, oh, was war das für ein Abschluss? Richtig, richtig kacke. Jetzt ist dann auch schon Halbzeit und wir sind 3:0 hinten und ich muss das unbedingt noch schaffen. So Freunde, jetzt ist Halbzeit, wir sind leider 3:0 hinten. Ich hoffe aber noch, dass wir das unentschieden packen, denn irgendwie habe ich so im Gefühl, der Gegner ist nicht wirklich gut. Ronaldo ist dann aber vorne schon eine Maschine, das Tor von mir mit dem Tormann. War natürlich blöd, aber auch der manuellen Steuerung geschuldet. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich wollte es einfach nur sagen. Ich habe wirklich die ganze Zeit auf manuell gespielt. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. Trapp, schöne Parade. Boah, zum Glück vergibt er den. Müsste aber abseits gewesen sein. Ja, genau, so ist es auch. War schön gemacht jetzt mal. Komm. Ja, jetzt lauf einfach mal durch und zieh ab und hau den Ball rein. Ah, der Tormann vom Gegner hat den Ball richtig gut pariert. Die Situation war aber nicht schlecht. Und den anschließenden Eckball, den machen wir jetzt endlich rein. Komm schon, der kommt nicht schlecht, der kommt nicht schlecht. Der Ball geht dann aber übers Tor. So, Jungs, wir stellen jetzt einfach mal auf sehr offensiv. Wir müssen die Partie einfach drehen. So, jetzt komm, renn mal hier. Dreh nochmal ab und jetzt schick ihn oben. Schick ihn. Ja, schön gemacht jetzt, Feke. Komm, das ist deine Situation. Und der nimmt sich den Ball wieder nicht gut mit. Ronaldo. Lupft den Ball und Trapp ist zur Stelle. Immerhin Trapp. Auf jeden Fall eine Verbesserung, Kevin Trapp. Ich hoffe, der wird nicht der einer der höchst bewerteten Spieler, weil sonst müssen wir den downgraden, denn jetzt habe ich langsam schon die Hoffnung aufgegeben. Bam, was war das für ein Schuss an die Latte? Oh mein Gott. So, und jetzt sind wir hinten natürlich offen. Ronaldo ist jetzt auch schon auf und davon, kommt aber zum Glück nur über den Flügel und dribbelt sich dann ins Out. Der hat eh nichts drauf, der Gegner. Der hat einfach nur Ronaldo vorne drinnen und mit dem zerstört er. Ja, ist eh klar. So, Elia, jetzt komm, zeig, was du kannst. Ja, das war jetzt einmal schön gemacht und jetzt ist er vorbei und jetzt macht er den noch rein. Er macht ihn wieder nicht. Und der Ball kann auch nicht mal ins Tor hüpfen. Nein. Wir haben so ein Pech in diesem Spiel und die Flanke, die spielen wir jetzt mal auf den ganz langen Pfosten sozusagen, auf den 16er, und dort steht Feke und der haut den Ball jetzt mal rein. Jetzt habe ich den schon drin gesehen. Ganz ehrlich, auf jeden Fall, der Ball geht an die Latte, keine Ahnung, aufs Netz oben drauf. Jetzt drückt er auf Pause und ja, somit steht es immer noch 3:0 für ihn. Scheiße, Mann. Ganz ehrlich, scheiße. So ein Tor, Mann. Was ist das? Der schickt den Ball einfach nur vorne. Der schickt ihn einfach nur... Ja, und dann lauft er und dann ist es halt ein Tor. Ja, super gespielt, toll, Wahnsinn, du hast Ronaldo im Sturm, super, du hast richtig viel Geld ausgegeben für dieses Scheißspiel. So, ein Tor müssen wir doch machen, ein Tor, schick ihn doch durch, Mann, ganz ehrlich, was ist das für ein Dribbling? So ein Eiertor, zuerst geht er an die Latte und dann geht er ins Tor. Ganz ehrlich, das ist einfach nur so ein verfluchtes Spiel und mich regt es gerade so auf und ich versuche echt, mich zurückzuhalten. Ich würde echt gern schimpfen, aber das macht man einfach nicht. Und ja, Freunde, somit steht es dann auf 5:0 für diesen Pisser. So, jetzt komm, Elia, mach jetzt mal dein Tor hier. Was ist das für ein Abschluss, Mann? Ganz ehrlich, der schießt ihm den Ball ganz genau in die Hände. Da muss er nur stehen bleiben, den hätte sogar ich gehalten. Was ist das für ein Pass, Mann? Das geht physikalisch gar nicht. Jetzt lupft er sich ja wieder, ne? Was für ein wunderbares Tor. Cristiano Ronaldo, wirklich schön gemacht. Dann drückt er hier wieder auf Pause. Das ist so ein richtig fetter Beep, Mann. Ganz ehrlich, ein richtig fetter. Ich kann das gar nicht aussprechen, weil das darf man, glaube ich, gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ein richtig asozialer Gegner drückt hier immer auf Pause nach seinem Tor. So ein richtig kleiner, ja. Ihr wisst, was ich meine. Und solche Gegner sind richtig, richtig kacke. Ich wette, der hat sich mein Tutorial angeschaut, wie man eine Missgeburt in FIFA wird. Und das hat er wirklich toll umgesetzt. Der versteht echt keinen Spaß. Das Video war natürlich nur ein Spaß. Nein, Spaß, Freunde. Ja, er hat 6:0 gewonnen. Keine Ahnung, 6 Downgrades sind dann schon sehr, sehr heftig. Am Anfang haben wir natürlich nur manuell gespielt, aber ich will das jetzt nicht als Ausrede verwenden. Deswegen 6 Downgrades. Das heißt, die 6 bestbewerteten Spieler werden jetzt gedowngraded. Und da müssen wir uns das Ganze mal anschauen. So, Freunde, und da sehen wir es auch schon. Elia wird auf jeden Fall downgegradet. So, das ist einer. Jermaine wird downgegradet.
Williams wird nicht downgegradet, Schwab wird downgegradet, Evans wird downgegradet, Jallet wird downgegradet und Kevin Trapp, der so gut gehalten hat, war aber eh klar, dass der gedowngradet wird. Ja, Freunde, dann zähle ich euch das nochmal auf. Also Jermaine, Elia, Schwab, Evans, Jallet und Trapp. Das heißt, wir brauchen insgesamt 6 neue Spieler. Ich werde euch da 2 Optionen in die Kommentare packen und die euch jetzt auch nochmal zeigen. Da haben wir auch schon die Option A mit Pantilimon, Bassong, Schulz, Taylor, Altintop und Niang. Das sind allesamt richtig geile Spieler. Pantilimon als Hero ist natürlich ein absolutes Beast, Bassong genauso. Und Niang im Sturm würde da, denke ich, auch sehr, sehr viel reißen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Option B. So, Freunde, da haben wir auch schon die Option B am Start mit einem Inform Perrin. Dann haben wir hier Bovo, dann haben wir noch einen Innenverteidiger, dann haben wir Toros Sodidis, oder ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Dann haben wir noch diesen Franzosen von West Ham und Nugent haben wir auch noch am Start. Das sind auch nicht schlechte Spiele, aber ich finde Option A ist doch ein Stückchen besser. Hier hätten wir dann aber einen Inform im Tor und damit auch eine bessere Chemie mit dem Innenverteidiger. Hier ist aber leider der Stürmer sehr, sehr schwach, denn da gab es einfach keinen anderen Gutstürmer. Und da würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dieser heutigen Folge von Upgrade ABC. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, in den Kommentaren für eure Option abzustimmen. Gebt der Option, für die ihr seid, einfach einen Daumen nach oben. Und in der nächsten Episode wird das dann auch umgesetzt von mir. Und da würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der Folge. Und ich sage wie immer, ciao Leute, FIFA All-Stars.